Dann muss ich ihn fragen, wie weit ist die ÖVP schon gesunken? Wenn Sie Lust und Freude verspüren bei einer derartigen Schröpfungsaktion, die Sie derzeit vornehmen in Österreich, meine lieben Herrschaften der ÖVP. Das ist doch beispiellos. Ich glaube, der Bundesregierung geht es anders. Der Bundesregierung geht es anders. Sie sollten einmal den Fokus auf die Gesichter hinterrichten, auf die Regierungsmitglieder. Weil solche betretenen Gesichter hat man ja selten gesehen. Da weiß man ja schon, dass das, was heute hier beschlossen werden soll in dieser Push-Aktion, nicht halten kann und nicht halten wird. Und dass alle Experten ausgehen, dass diese Maßnahmen, diese 98 Luftballons, man hat ja bewusst wahrscheinlich nicht 99 gewählt, dass es in Abwandlung nicht gibt, diese 98 Luftballone platzen werden. Und einige sind ja schon geplatzt, schon bevor sie diese Beschlussfassung hier herinnen vorgenommen haben, in zwei Punkten obsolet. Das muss man sich einmal vorstellen. Daher ist es ja kein Wunder, dass Sie so betreten dreinschauen da hinter mir und genau wissen, dass das, was Sie hier vornehmen, nicht in Ordnung ist. Herr Kollege Stumpfall, wenn ich die Zeitung richtig zitiere, dann haben Sie gesagt, ich hätte die Sparprämie nie angegriffen. Ja? Erinnern wir uns, die Bausparprämie war ein Konjunkturturbo. Ihr steigt jetzt damit auf die Bremse. Vollgas ist jetzt angesagt im Vorfeld einer Wirtschaftskrise. Meine lieben Herren der Wirtschaftsbank, Vollgas ist jetzt eigentlich gefordert und nicht auf die Bremse zu steigen. Lasst euch das endlich einmal gesagt. Und euer eigener Vertreter in der Wirtschaftskammer, euer eigener Vertreter spricht davon. 10.000 Jobs in der Baubranche sind gefährdet. Das sind eure Vertreter, die da in der Wirtschaftskammer ihr Unwesen treiben, die Zwangsmitgliedschaftsbeiträge einnehmen und dann die Bundesregierung kritisieren. Und ihr macht herinnen bezahlterweise genau das Gegenteil. Und das ist ja der Wahnsinn, der betrieben wird. Als Wirtschaftskämpfer kassieren und hier herinnen kassieren. Beides soll eine andere Ansicht vertreten. Das muss man sich einmal vorstellen. Das ist ja gehört. Und dass es sich um ein Land handelt, das kommt ja nicht von uns, weil es immer in der Opposition die Schuld geben. Schäuble spricht ja schon oft davon, dass diese Finanztransaktionssteuer nicht einzig sein wird. Schneeketloch, 8 Millionen, heute Zeitungen berichten davon. Schnelles Geld ab 1. April, Reformen auf die lange Bank geschoben oder überhaupt für die nächsten Regierungen in Warteposition gestellt. Finanzexperten bezweifeln, dass das von der Regierung gelegte Sparpaket hält. Alles in den Zeitungen nachlesen, kommt ja nicht von der Opposition. Das sind die richtigen Einschätzungen von Experten. Das geschrumpfte Paket bitte in den Zeitungen nachzulesen. Und Frau Finanzministerin, weil Sie immer davon sprechen, ja, dieses Schwarzgeld kommt in der Schweiz von den Österreicherinnen und Österreichern. Die werden nicht angenommen. Die werden jetzt sozusagen an die Karre genommen. Vor wenigen Tagen in den Zeitungen, Sprecher des Staatssekretärs für nationale Finanzfragen, der sagt, ein Inkrafttreten Anfang 2013 entspricht einem sehr ehrgeizigen Zeitplan. Über konkrete Zahlen von unserer Seite noch nicht gesprochen. Ja, mit wem sprechen Sie, Frau Finanzministerin, wenn nicht mit den Schweizern? Wenn Sie in Namibien, mit wem reden Sie? Aber Sie reden offensichtlich nicht mit den Schweizern und verhandeln nicht. Und das ist der Punkt, den wir kritisieren. Sie sind höchst unseriös im Vorgehen. Höchstgradig unseriös. Indem Sie uns völlig falsch informieren im Hohen Haus und auch der Öffentlichkeit belügen, Frau Finanzministerin. Lassen Sie es auch einmal gesagt sein. Die Finanztransaktionssteuer, gutes Vorhaben. Ja, gab es eine Fünf-Parteien-Einigung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist ja nicht seriös. Eine Finanztransaktionssteuer, einen Ertrag einzurechnen in ein Sparpaket, das ich nicht habe, wissen ja heute noch nicht, ob es im Brüssel-Budget hinfließen wird, ob wir überhaupt einen Anteil davon haben. Sie wissen es aus heutiger Sicht noch nicht. Und der deutsche Finanzminister hat einen Strich die Rechnung gemacht. Das ist absolut. Ja, und wer kennt denn bitte in Österreich, dass der überaus geschätzte große Einfluss, Herrn Staatssekretär Schieder,
einer Frau Fechter in Brüssel diese Schielerei wird. Wer glaubt denn bitte? Das ist ja eine katastrophale Selbstüberschätzung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und es ist am Rücken der österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, das glaubt Ihnen niemand. Ein weiterer Punkt. Die Vorsteuerregelungen der Gemeinde auf die lange Bank geschoben, können Sie es auch schon wieder vergessen. Genauso wie der Vorabsteuerbetrag auf die Pensionskassen, wo Ihnen auch nicht 900 Millionen daraus erwachsen werden, sondern ein viel geringerer Beitrag. In Summe ist das eine Mogelpackung. Jede Sandburg ist ja ein Ausfluss an Stabilität gegenüber dem, was Sie hier gezimmert haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wir sprechen heute. Wir sprechen von dauerhaften Reformen, die angegangen werden müssen. Und dass Ihre Glaubwürdigkeit enorm angekratzt ist, das müssen Sie heute jetzt endlich einmal auch in Kauf nehmen. Denn all Ihre Ankündigungen, all Ihre Vorhaben, die Sie hier im Hohen Haus präsentiert haben, sind alle gänzlich gescheitert. Ob das jetzt das Bankenrettungspaket war, reicht nicht aus, werden Sie neuerlich zuschießen müssen. Ob das jetzt die Griechenlandshilfspakete betrifft, reicht nicht aus. Wissen Sie, was Sie uns da alles erzählt haben? Ein Geschäft für Österreich, für den Steuerzahler. Jetzt muss wieder neu verhandelt werden und neu nachgeschossen werden. Die Rettungsschirme reichen nicht aus. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, wissen Sie, was jetzt auf uns zukommt? Beide Rettungsschirme sollen jetzt parallel laufen. Parallel laufen. Nicht der eine den anderen ablösen sozusagen, sondern aufgeblasen werden. Frau Merkel hat das schon angekündigt, dass der EFSF und der ESM, der jetzt beschlossen werden soll von Ihnen noch vor dem Sommer, dass das insgesamt 1 Billion Euro umfassen soll, damit die Beiträge Österreich für, mit diesem ESM, diesen europäischen Stabilitätsmechanismus, diesen Schuldenmechanismus, der hier in Gang gesetzt werden soll, insgesamt kostet uns das 4,5 Milliarden Euro an Cash und 40,5 Milliarden Euro an Haftungen insgesamt. Und da frage ich mich schon, meine sehr geehrten Damen und Herren von der Bundesregierung, was Sie sich da eigentlich gedacht haben. Sind Sie noch ernst zu nehmen, frage ich mich? Sind Sie noch ernst zu nehmen? Eine ernsthafte Frage, die man stellen muss in Anbetracht dieser Situation. Sie schröpfen die Bürgerinnen und Bürger in Österreich mit Fantasiemaßnahmen, die so nicht haltbar sind. Und nur damit Sie die Banken und die maroden Länder Europas retten. Das ist Ihre Kampfmaßnahme. Das ist das Einzige, was Sie zustande bringen jetzt mit diesem Sparpaket. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, das wird ja alles nicht ausreichen. Es wird ja die Griechenlandhilfe zu wenig sein. Es wird für den Rettungsschirm Geld notwendig werden. Und es werden auch Wirtschaftsförderungsmaßnahmen notwendig werden in Zukunft, wenn die Wirtschaft nicht mehr so wächst, wie sich das in Ihrem Budget niederschlagen soll nach Ihren Planrechnungen. Und es werden die Banken neulich kommen. Und ich frage mich, wie Sie das alles finanzieren und wie Sie das alles bewerkstelligen wollen. Das ist unmöglich mit den finanziellen Maßnahmen, die Sie hier eingeplant haben. Wir sagen, gehen Sie endlich einmal den Weg über die Strukturreformen. Greifen Sie endlich einmal die verschiedensten Reformen an, die da vom Rechnungshof gekommen sind, die da hier im Hohen Haus in Form von Anträgen der Opposition eingegangen sind. Eine Unzahl, eine Fülle von Einsparungsmaßnahmen. Über die sollte jetzt nachgedacht werden. Da möchte ich einen Wettbewerb sehen an Ideen und Vorschlägen, aber nicht einen Wettstreit von Rot und Schwarz, welche Steuern erhöht und welche neuen Steuern eingeführt werden sollen. Das wäre der beste Beitrag für die Absicherung des Wirtschaftsstandortes Österreich. Das würde die Arbeitsplätze sichern, neue Arbeitsplätze schaffen und den Wohlstand ausbauen. Das wäre eine geordnete Investition. Und lassen Sie sich einmal eines gesagt werden. Wir brauchen in Österreich längst neue Strukturen. Sie lassen sich da ständig von Herrn Häupl und von Herrn Röhl sagen, was Sie zu tun haben. Sie sind ja nichts anderes als ein Schattenkabinett dieser beiden Landesfürsten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir brauchen in Österreich eine Föderalismusreform, geordnete Strukturen, eine völlige Überdenkung all dieser strukturellen Situationen und Maßnahmen, die wir in Österreich schon längst einmal reformieren müssen. Das wäre jetzt einmal der richtige Zeitpunkt und nicht über neue Steuern und Steuererhöhungen nachzudenken. Sie schröpfen damit ausschließlich den leistungsorientierten Mittelstand. Der wird jetzt zur Katze gegessen.
Schweden, der wird jetzt dafür bluten müssen, dass sie die völlig falschen Entscheidungen auf europäischer Ebene getroffen haben. Und nun ist Herr Bundeskanzler Werner Faymann am Wort.